Liebe Zuschauer, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für die fünf wichtigsten Jagdmeldungen der vergangenen 7 Tage. Herzlich willkommen zu DJZ News. Ein aggressiver Waschbär hat im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen am gestrigen Dienstagmorgen zuerst eine Frau mit ihrem Hund und schließlich die Polizei gute 2 Stunden auf Trab gehalten. Der Panzerknacker hatte sich in einem Innenhof verschanzt und ließ sich weder durch den Hund noch Frauchen vertreiben. Sogar gegen einen Besenstiel verteidigte sich der Waschbär. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten waren machtlos gegenüber dem Panzerknacker und alarmierten schließlich einen Tierarzt. Mit einem Betäubungsgewehr beschoss der Veterinär das Wildtier. Nach einer anschließenden Untersuchung blieb dem Tierarzt leider nichts anderes übrig, als den Panzerknacker einzuschläfern. Der Kadaver wurde zur weiteren Untersuchung an das Veterinäramt übergeben. Und auch in Österreich hatte die Polizei Kontakt mit einem Wildtier. In Salzburg löste ein Reh einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Rund 1,5 Stunden dauerte die wilde Hatz. Am Ende landete das Stück in einem Keller. Dort wurde es von den Rettungskräften eingefangen. Anschließend ließen es die Helfer in einem nahegelegenen Waldstück frei. Es ist ein trauriger Jahrestag, an den zahlreiche Menschen am gestrigen Dienstag gedachten. Genau vor 30 Jahren explodierte das Atomkraftwerk in Tschernobyl. Doch es bleiben nicht nur Erinnerungen an die bisher größte Atomkatastrophe. Auch direkte Folgen sind heute noch spürbar. So werden in Bayern erlegte Sauen als Vorsichtsmaßnahme immer noch auf radioaktive Belastung untersucht. 111 Messstationen stehen dazu landesweit zur Verfügung, die der Bayerische Jagdverband in Eigenregie unterhält. Sauen nehmen bei ihrer Fraßsuche im Boden immer wieder Pilze, Wurzeln und andere Leckereien auf, die durch den Tschernobyl-Fallout mit Radionukliden belastet sind. Überschreitet ein beprobter Schwarzkittel den Grenzwert von 600 Becquerel pro Kilogramm Wildbret, muss das Stück verworfen werden. Der Jäger wird dann aus der Kasse des Bundesverwaltungsamts entschädigt. Und wir bleiben beim Thema belastete Sauen. Erstmals nach Jahrzehnten ist vor kurzem eine Sau in Niedersachsen positiv auf Trichinen untersucht worden, wie in nwzonline.de berichtet. Die beprobte Sau wurde bei Bersenbrück erlegt. Meldungen über Wölfe hatten wir in den vergangenen Monaten viele, doch jetzt könnte es wirklich ernst werden. Der auffällig gewordene Wolf Kurti aus dem Munsteraner Rudel soll im äußersten Fall auch getötet werden. Das bestätigte das niedersächsische Umweltministerium auf DJZ-Nachfrage. Der Grauhund hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder bis auf wenige Meter Menschen genähert. Nachdem am vergangenen Sonntag bei Großhehlen ein angeleinter Hund einer dreiköpfigen Familie von dem Wolf mit Sendehalsband gebissen wurde, reagierten die Zuständigen im Umweltministerium sofort. Sie erteilten den Auftrag, den Grauhund zu betäuben und in ein Gehege zu bringen. Weiteren Informationen zufolge gibt es sogar eine personenbezogene Abschussgenehmigung. Demnach ist ein einzelner Polizist befugt, den Wolf Kurti durch Schüsse zu erlegen. Wir hier in der Redaktion bleiben in den kommenden Tagen nicht nur an dem Geschehen rund um Wolf Kurti dran, denn auch nächste Woche Mittwoch gibt es wieder eine Folge DJZ News. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmanns Heil. Wenn Ihnen auch dieses Video wieder gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie uns einen Daumen hoch geben. Wenn Sie sehen wollen, welche Videos wir in unserem DJZ-YouTube-Kanal sonst noch hochladen, können Sie ihn hier unter mir abonnieren.